Es regnet hier drin. Ach, oha. Ach, cool. Da, wir haben es geschafft. Dass wir uns jetzt ja eine Sonderrunde holen, Alter. Und abholen. Hab kein... Oha. Aber sind hier keine Allianzfeinde? Wahrscheinlich nicht. Ey, können wir jetzt Rover fahren? Das ist ja cool. Das Metall in Arsch ist ja auch im Körper. Ich weiß. Astrogator. I found their vehicle. Da habe ich ja mal wieder eine Aussage getätigt. A rover. There isn't a living soul here. Are you sure? Please take a look around. It's clear. No, komm rein hier. I'm all alone. Is that the appointment I hear? Ich hatte gehofft, jemanden zu treffen. In the current situation, I'd really like to see another person. Even a hostile one. That might not end well for you. And what does? Ja, fahren wir jetzt mit ihm oder soll ich laufen? Jetzt sag nicht, ich muss laufen. Ah! Ah! There's no one inside either. The equipment looks undamaged, though. Da ist echt. Da ist echt niemand drin, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir reinkommen. Ist hier maybe Sauerstoff drin, ne? Das wäre doch cool. Gott, ist okay, jetzt bin ich aber erschrocken. Suchen nach Sauerstoff. Ja, hier im Auto. Okay, wir suchen erstmal nach Sauerstoff. Hier draußen. Irgendwo. Ach, da. Genau. Oha, erstmal wieder hier. Ja, ist doch wild. Pass auf, die haben da das Öl drin oder sowas. Der Sauerstoff ist der Öltank. Dann haben wir es wenigstens probiert, ihn zu retten, und wir haben jetzt einen neuen Sauerstofftank. Also dann haben wir ja doch alles richtig gemacht. Feini. Aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass der Sauerstofftank maybe hierüber einfach angeschlossen ist, weißt du? Also dass wir hier drinnen Sauerstoff haben. Muss ich nicht die Tür schließen vorher? Ich krieg die Tür halt aber auch nicht zu, von daher wird schon stimmen. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Anscheinend dürfen wir nicht selber fahren. Schade. Ah doch. Oha. Ja moin. Ui. How are the conditions? I'm going. Oh shit. Oh, God. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Yeah, the vehicle is kind of es gibt aus. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. Ich bin die Ruhe selbst. And there are exceptions, so sehen wir aus, oder? Such as the windshield shattering at high voltages. Whoa. Doesn't stress me out at all. Der hat fast den Haufen mitgenommen. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator. But the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. Shit. Okay, wir fahren im Kreis, wir müssen einen Weg finden. Then we put it back together. From whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Ist der Boden verglast oder fehlen der Polygone? Wait. Creatures. You are making this up, aren't you, sir? Hast du da unten oder was? Ja, da ist anscheinend verglast. Jetzt habe ich nicht hingehört, würde ich sagen.
Das habe ich nicht gelesen. Geht's hier irgendwo rein? Vielleicht hier lang. Ah, okay. Ah. Geil! Das macht richtig Bock. Wow! Guck mal, die Strukturen fangen nämlich jetzt die Blitze ab, seht ihr? Ich glaube, das ist wirklich zum Energiesammeln. Wir haben halt gar keine Ahnung, für was das hier alles ist. Ich würde es halt so gern wissen, ich befürchte nur langsam, dass wir es niemals herausfinden werden. Oh, 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 oh. Fette Steine, richtig fette Steine im Weg. Dieser Weg ist steinig und schwer. Da geht es auch lang, ne? Dann nehmen wir den linken Weg. Auf jeden Fall sehr chillig. Da ging es nicht lang, ne? Gut, dann gehen wir da hoch. Ich frage mich gerade, wo wir hinfahren. Fahren wir ins Lager, ins Camp? Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? Okay, da müssen wir lang. Let's go. I don't have a compass. Remember? The city attracts Aber halt! How far am I from the city? Sind wir von hier gekommen oder nicht? I'm riding into a cave. The storm has subsided. Geht's da hoch? Boah, schwierig hier was zu erkennen. Hast hier aber auch bloß so kleine Luken vorne drinne. Okay, wir haben es geschafft. Yeet. Wir sind durch. Wie der verglaste Boden. That's not it. I left the structures behind. Okay, wir müssen. Wir dürfen wieder aussteigen. Rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Come out for one thing. Could you find the model number of the rover? Warum will der das wissen? I've got an idea. Ich habe eine Idee, okay. Aber das hängt von dem Modell ab. Der gute Emmett. 2001. Emmett 2000. Ist das nicht ein YouTuber? Ah ja, das ist gut. Hoch noch. Mach da deinen Scheiß selber, Bruder. Wo ist denn die Blackbox? Oben, maybe, irgendwo drinnen? Ach, da. Ich habe die Box, aber es ist alles locked up. Where did you even get a catalog of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? Oh nein! I need to think. Don't know if this can help. Oh nein! Ich habe schlimme Befürchtungen. Cable access. Look for something resembling a socket, that plug. Kann es sein, dass Gürkis oder wie er hieß, Jeff Gürkri, wie auch immer, Gürkic, maybe doch überlebt hat, nur dass er ihn umgebracht hat? Kann es sein, dass der für die Allianz arbeitet? Dass wir wegen ihm hier im System gelandet sind, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen? Ich meine, das ganze Spiel fängt ja mit einem Unfall an. Wie sind wir überhaupt hier gelandet? I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. Der kennt sich viel zu gut aus. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. Schade. The equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Na gut, das heißt, wir müssen. Ja, wie kommen wir da ran? Ah, mit der Drohne.
Und unten ist. Okay, it's in. Okay. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a Kein Stress, hier sind wir safe. So, what now? Der will bestimmt bloß irgendwelche Informationen von uns haben. Der arbeitet safe für die Allianz, oder? Chat, ich habe da richtiges Unbehagen gerade. Ich glaube, der arbeitet safe für die Allianz. Blöde Frage, ist die YouTube-Qualität eigentlich besser? Weil das streame ich einfach mit 2.000 bis 3.000 KB mehr. Stationskennzeichnung. The rover was connected to a base. The one from the flight. Most probably. Junge, 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 wir müssen auch viel machen. So, wir machen das mal kurz an. Dann da. No one is transmitting from the base. Oh, ist schon cool gemacht. I'd suggest you lie down. Ja, das stimmt auch. The storm is raging. Best to sleep through the night. Ja, unterhalten, oder? It may not be that simple. Vielleicht kriegen wir noch Informationen raus. Ja, ich glaube nicht. Hol eine scheiß Drohne runter und hol mich hier hoch. Ich glaube, du weißt mehr. Ja, komm hier. Das interessiert uns. Well, I'd love to know some official secrets about the Alliance base. The reason they're interested in this desiccated, bizarre planet that is Regis 3. Are you implying that I should know these secrets? Yes. I think you're hiding something from me, sir. And at Dann this stage of the mission, umkriegen. I lack both the strength and the inclination to beat around the bush. In that case, let me reveal something I should never say as a commander. I have no idea what's going on this desiccated... Wow, als ob der lügt. Der lügt! Okay. Yeah, me too. Quite literally. So I suggest we talk about something else. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, der lügt, oder? May I ask why you became an astronaut? There are two answers to this question. An honest one and a personal lie. Ja, ich würde gerne die Lüge hören. I'd have to tell you both. I'm all ears. As cadets, we participated in a series of meetings. HQ organized them to encourage potential recruits. We all said the same thing, just a little different. We all wanted to push the boundaries of human potential. Oh, schlafen langsam ein. Discover childhood memories when we first heard about the brave forces of the Commonwealth. Sometimes these speeches were already being prepared during the training, if you understand what I mean. Every astronaut wished to explore space. They had to wish that. Das würde ich auch gern. Das würde ich auch gern. Wenn die Technologie schon so weit wäre, würde ich auch den Weltraum erkunden. I've never been able to find my place. So I came to the conclusion that I would not find it anywhere except out here. In space, although I never dreamed of exploring. Such lofty ideas as expanding human limits were of little interest to me. Ach, krass. It was among my crew that I've... Alles klar, das haben wir eingeschlafen. Ich hätte es gerne gehört. Aber dürfen wir nicht erfahren. Das kann doch nicht sein. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. Okay. Ja, dann. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Luna? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Is Luna. Der erste Luftkanal, zweiter Luftkanal, dritter Luftkanal. Ich würde sagen, dritter Luftkanal. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first three digits of the cipher are...
Muss ich mir das merken? 115. Ich hoffe nicht. 115, Leute. Dritter Luftkanal 115. The next is 115. Ich glaube, ich. Das ist falsch, was ich gerade mache, ne? 115, 124. Nothing. Dead silence. Ich muss. Nee, ich muss try again. The first three digits of the cipher are. Ach! Ach! 7. 3, 2, 7. Ich verstehe. Ich verstehe alles gut. 2, 1, 4. Ja, Sir. I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Peinlich, dass ich das nicht beim ersten Mal lösen konnte. Ich bin halt kein ESL-Spieler mehr. I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. Will do. As far as possible, anyway. Ja, cool. Verlasse die Stadt. So, wenn jetzt alles gut geht, ladies and gentlemen. Achso, ich muss weiterfahren. Wenn jetzt alles gut. Boah, Alter, da geht's einfach nur so runter. Ich dachte, ich muss jetzt runter. Also wird sie jetzt auch machen müssen, aber mit Ladesequenz. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. The city is no longer visible. We need to decide what to do. Oh, das ist der Allianzbanner. Das ist der, den wir in der. Over? Are you there? Yes, yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. Irgendwas stimmt mit dem nicht, tut mir leid. Satellite images. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Wie geht es Koval? Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. Oha! Ach krass! All right, I've got it. Sector AZ-25... Okay, das... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Prüfe das markierte Gebiet. Leute, das sieht richtig gut aus. Bin ich early in the morning. Wir kommen wieder vom Planeten runter! Woohoo! Moment. Ich muss hier noch ein bisschen... Ne, nichts zu machen. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. Ich werde nichts sagen, aber der wollte den Lander. Wir haben. Das war. Wir haben. So that's how it's going. Half our crew is dead and I'm running with my tail between my legs. Not all missions are successful, Doctor. At this stage we have to save whatever. Wir machen die Allianzschweine jetzt dann fertig. Komm, wir spielen noch zwei Stunden länger. You understand that, don't you? Ich würde eine andere. Okay. Ich will nicht so. Oha, ich will nicht. Ich würde. Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it? About what? You didn't let me finish, sir. Yeah, but I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or continuing research on your own. These are not possibilities. A certain death. Please remember, we have just one land. Ja, stimmt, ja, Gorski. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Ja, schade. Ja, ist ja irgendwo auch richtig. Klar, wir können zurückgehen, die Leichen würdigen, mitnehmen, vielleicht auf der Erde richtig beerdigen. Ja, aber ist es das wert? Guck mal, hier kann jederzeit alles eskalieren. Anscheinend ist die Allianz mit dem Invincible hier auf dem Planeten, das ist alles nicht wert. Was bringt das, wenn wir drauf gehen? Die Straße Allianz. Ach so, wir
können entscheiden. Ach du Heiliger. Ich wäre eigentlich, ich bin ehrlich, ich traue dem da oben null. Ach, ich fahr, glaube ich, zur Allianzbasis, Leute. Ich mache sowieso immer das, was ich nicht machen soll, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Wir arbeiten ab jetzt für die Allianz. What do you mean? You know very well what I mean, sir. I'm not coming back. Yes, sir. This is sheer madness. You're heading straight to the enemy base. This is the only way I can find out what's going on here. What Stimmt. happened to our people? Yeah. Ich hab Bock. I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. Nee, kann ich nicht mehr. Das Auto kann nicht rückwärts fahren. I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. Because by putting yourself in their hands, you're risking not only your own life, but also the rest of the crew's. I'll understand if you find it necessary to leave. I would do it if I were you. Well, then you're lucky I'm me. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Okay, gut. Bleibt bei uns. Hä, was ist denn seine Mission so? Keine Ahnung. Wenn doch Angst hat, soll abhauen. Hätten wir jetzt das Spiel beenden können? Oder einfach jetzt noch 2 Stunden weiterspielen können? Oder einige Zeit spielen? Ist das jetzt das alternative Ende? Vielleicht wird sie der Rover. Won't they take me for one of their own? If I'm riding an Alliance Rover, maybe they'd be more willing to talk when I return the lost vehicle. Ich fahre gerade, glaube ich, nur ein Loch ein. Ja, das ist richtig. I'm just trying to think of something. Dass wir das jetzt machen, ist ja wahnsinnig, ne? Können wir da hochfahren? Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Ich probiere nur mal, ob wir... Ne, okay, ne. Alles gut. Wenn die uns beobachten, sehen die uns sowieso nicht als Gefahren, oder? Guck mal. Also, was wir hier zusammenbauen, das geht auf keine Kuh auf. Unterschlupf oder offene Fläche? Der Unterschlupf, oder? Das heißt? Wie Unterschlupf? Ja. Some object is flying over the space. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright ich sehe nicht. Anscheinend fahren wir auf die offene Fläche. The base is in front of me. Already? Yes, sir, I'm not kidding. If you don't stop, I'll do it. Wow. What the? How did you do that? Yes, sir. I respected your decision not to come back. Er hat unser Fahrzeug deaktiviert. Kleiner. I agree with your conscience, but I won't allow you to kill yourself in foolish haste. I turn the rover's engine off remotely, and I'm not turning it on until you've concluded your reconnaissance. Understood? Did you understand? Ja. Yes. Apparently I have no other choice. Okay, wir müssen erstmal alles erkunden. Gut gemacht, aber ich komme nicht mehr raus. Hä? Ach, hä? Den. Hä? Jetzt bin ich sehr verwirrt. Aber ich muss erstmal raus, ne? Also ist der. Ein Allianz-Guy. Ja, eigentlich ja nicht. It's a field base. Eigentlich nicht. Aber ich vermute. Several dozen people. Rather well equipped. Okay, krass. Auf jeden Fall eine Wetterdrohne.
Das ist ja gerade deaktiviert, als wäre es nichts. Ja, das, genau, das meine ich halt. Der wusste auch Bescheid. Er hat im Katalog nachgeguckt und irgendwo hat er das mit einmal her. Also es macht alles keinen Sinn. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. Ja, aber Proton ist. There's lots of transporters here. Da sind wir bei Far Cry angekommen. I'm not surprised. Missions with a large crew. Transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Menschliche Most of them for sure. I see someone. Just one? For now, ein Roboter. Ist ein Roboter. I think so. And please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still. Keine Ahnung, was mir die Entscheidung bringt. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Ja, könnte sein, könnte me too, sein. Doctor. Me too. So. Boah, wie geht's jetzt weiter? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch komplett unbemannt ist, dass hier nur noch diese Drohne der Roboter arbeitet. Auch komplett verlassen. Oder die sind auch alle durchgedreht. Your situation is highly precarious. We cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Oh, das lässt sich fahren wie Scheiße hier. Do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know Ach, their methods Scheiße, of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Weiß ich nicht. Werde kooperieren? Weiß ich nicht. Werde nicht nach ihrer Pfeife tanzen, dann töten die uns, ne? Töten die uns wahrscheinlich. Hang on, sir. I'm not going there to give away secrets. Wir werden nicht kooperieren. Sollen sie uns töten? I'm the one with questions. I need to find out what's going on. I'm afraid it's not that simple. Your only chance to get any information out of them is to offer something in return. Prove that you're a valuable... Hostage? I was looking for a better word. Aber wir haben nichts zum Anbieten. A valuable hostage. Oder will er... Hat er das extra so gemacht? Oder will er uns ausliefern, dass wir die Geisel... Hä? Was? Wir können ja keine Geisel liefern, hä? Dahin oder dahin, ne? I don't know, ich fahre jetzt hier lang. Legen wir auf, ich bin froh, dass dienen durfte. Weiß ich nicht, legen wir auf. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No, better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Boah, ist schon ein bisschen beklemmt, die Situation gerade. How odd. What? There's no one here. Ja, nobody. Wie ich dachte, niemand. Impossible. Nur der Roboter. There aren't many of them in the camp. Someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Don't get out yet. Could be some kind of trick. Ich höre nicht auf den, wir gehen raus. Not a living soul. Better for your I'm going. Wir hören halt gar nicht What auf den. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Hä? Also, ich bin gerade verwirrt. Hätten wir das Spiel gerade beenden können, wären wir zur Landezone gekommen und dann wäre es das gewesen. Und jetzt haben wir hier einen kompletten neuen Part. Aber ganz ehrlich, sieht aber auch gar nicht mehr so gut erhalten aus hier. Ist das denn da ein Energieschild? Das sieht aus wie ein Energieschild. Da kommen wir aber auch nicht rein. Ist das ein Energieschild? Das ist ein Energieschild, ne? Guck mal, da gehen Treppen hoch, da kommen wir maybe rein. Oha, das sieht gut aus. Oh,
Ich will zuerst, ich will alles gerade angucken, Leute. Wir gehen zuerst hier rein. Let's go. Claire. For now. Ah, okay, gut. Ich glaube, hier müssen wir gleich hin. Ja, aber irgendwie so ein Funkding. Oh, hier ist ein Bericht. Ein schwarzes Loch. Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Wir schließen unsere These an, dass die Existenz eines Objektes wie ein schwarzes Loch eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens. Ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens. Die Zerstörung des Sterns oder The Invincible, das ist... oder mit anderen Worten, die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Loches stammt. Umfang der näheren Untersuchung. Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein. Also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Loches befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik unterbrochen werden. Also wir sehen, 500 Jahre in der Zukunft oder 1000 Jahre in der Zukunft ist die Menschheit einfach genauso schlau wie jetzt. Also das ist ja nichts Neues. Laufe ich gerade zurück, sieht genauso aus. Das Sterben der Sonne. Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber so und so, der für einen skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels, das Sterben der Sonne, Drohung eines Wissenschaftlers. Auf Seite 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Young Astrophysics, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothese, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere mich an den Verfasser, Dr. Bosar, nicht Bausa, Forschungen, die während komischer Reisen durchgeführt wurden, kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffs in Stern von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen. Die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige Jahrhunderte Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern, den wir aktuell oben haben, entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung bewegen. Bevor sie endgültig verglüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen.
Ich bekräftige aufgrund meiner Forschungen, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird. Das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen. Korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen berufende Drohung, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaft, das das seelische Wohlbefinden der Menschheitsspezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen Schriften, schriftstellerischen Fähigkeit und Popularität gefangenen Redakteuren von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll Dr. Boser. Postskriptum, ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich, in Klammern, zum Schutze der Wissenschaft und meiner Person zu rechtlichen Schritten zwingen. Es funktioniert, ich kann ein Fahrzeug fahren, mit Real Collider. Ja, krass. Geht voran bei dir. Dranbleiben, sage ich immer. Dranbleiben. Wir sind von... Ne, wir sind jetzt auf der anderen Seite, genau. Hier ist nochmal so ein Ding. Da geht's raus. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in. Just like that. Ja. The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. Einfach, das Spiel geht einfach weiter. Stellt euch mal vor, wir werden einfach abgehauen. I'm at the control station. So, der Geräteschalter. Several units can be controlled from here. Aha. Wir haben noch gar keine Ahnung, was wir machen wollen. Wir setzen uns einfach in irgendeine Basis an irgendein Gerät und. One's unavailable. Wenn es eine der Maschinen sind, okay. Okay, das behalten wir, würde ich mal sagen, uns im Hinterkopf, dass wir hier eine Maschine bedienen können. Feldbasis 02. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Ihr Mutterschiff. Day zero, landing place. Their main ships in sector AQ-28. The Invincible. They didn't move it. Seems so. Ah, okay, also das Mutterschiff ist der Invincible. Expedition zum Ozean. Und like us, they became interested in the ocean. They got there on the seventh day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Ja, warum auch, ne? Dann vorherige Basis. Before setting up this base, they were stationed not far from here. But seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. Ja, die sind aber auch stark, Movin. Die sind aber auch stark. Ausgraben. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. Mhm. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. Aber warum sind sie komplett verschwunden? Das macht gar keinen Sinn. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So, that was their last move. Well, there's no information about their return. And maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well. It's your decision. Ah, das Spiel geht noch ewig, ne? Das Spiel geht einfach noch ewig, krass. People, Astrogator, they must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. Mhm.
Was haben wir hier? Forschungsbericht. Können wir nicht mehr. Und hier haben wir noch was. Nördlicher Konvoi. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oha, die sind ja schon ewig hier. To the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal. Ja, würde ich, könnte sein. Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Ja, das ist eine gute Frage. Well, for some reason they left their base. I'm assuming that. Ja, nicht wegen uns. Das macht keinen Sinn. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Eben. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Ja. Only the people are missing here. Ich meine, wir sind ja auch hier gelandet, ne? Und guckt mal, wenn wir jetzt hier nicht wären, unsere ganzen Leute wären jetzt irgendwo gestorben. Die würden jetzt alle irgendwo rumliegen. Irgendwas macht die Leute hier komplett wirre, ne? Guck mal hier, Forschungsbericht 2. Hä? Darüber... Haben wir das schon durchgelesen? Nee, eigentlich ja nicht. Hier auch noch Bilder. Ist das ein Zug? Irgendein Zug oder so. Aber was hier mit? Schade. Ich komme ja aber auch noch nicht weg. Hier kann ich nichts machen. Mutterschiff haben wir. Ah, lol. Ich muss. Ich muss einmal weggucken. Guck mal hier. Was haben wir denn hier? Können wir hoch? Oh, wie schön das eigentlich ist. Ich würde mir gerne eigentlich das Schild hier nochmal angucken. Mal richtig rangehen. Gucken, was da ist. Komm, das machen wir und dann müssen wir wahrscheinlich hier... Können wir hier mit irgendwas interagieren? Nee, ne? Okay, das ist einfach nur Optik hier. Ne, wir können gar nichts machen. Gar nichts. Komm, wir gehen zum Schild. Ich hab Bock. Oh nein, ich komme aber auch nicht mehr runter. Ach doch, können wir was machen. Ah nein, ich wollte mir das Schild angucken. Ich krieg das Kotzen. Können wir wieder hochmachen? Bitte. Ich will mir das Schild von nahe angucken. Ich liebe Schilder. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Ah, ich dachte, wir müssen jetzt hier komplexe Dinge tun. Hä? Wir können auch ganze Gerätschaften. And our satellite will be over the ship. Hey, wir können doch hier unten ganze Gerätschaften bedienen. Das ist dann der Sandbox-Modus, der Open-World-Modus. Für später. Können wir dann hier abbauen und sowas. Komm ich hier raus? Ich will hier raus. Bingo. Yes? They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Okay. Moving on. Still quiet. It's eerie. Okay. Ja, wie kommen wir da runter? Müssen wir wieder zurückfliegen? Aber wahrscheinlich steigen wir ins Auto ein, da kommt wieder so eine Intro-Sequenz. Ne? Ich bin ein bisschen verwirrt, also wir hätten theoretisch Gerätschaften jetzt da zum Bedienen. Keine Ahnung, welche genau. Aber vielleicht geht es auch einfach gar nicht. Dass sie einfach nur da sind, damit es nicht ganz so statisch wirkt. Alles possible. Dann sind wir ausgestiegen, da. Boah, wollen wir nicht mit dem Ding? Kann man da nicht rein? Mit der Antimaterie sind wir doch sowas von safe. Das glaubt ihr mir gar nicht. Das wäre richtig nice, ne? Wenn die Allianz kommt, wir töten alle bis auf einen. Und der muss dann auf Knien betteln.
Und ja, dann bettelt er auf Knien. Wie kommen wir jetzt da runter? Wir fahren einfach runter, ne? Ich fliege. Ah ne, ich bewege mich nicht mehr. Ich dachte, ich falle da runter. Ja, man könnte denken, ich habe einen Führerschein. Aber. Ja. Das hier beweist das Gegenteil. Oh Gott. Das ist aber holprig hier. Boah. So, müssen wir jetzt hier lang? Also können wir wahrscheinlich sogar, aber ich glaube, wir müssen. Ach, das hier war das Schildgenerator. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt nach da. Ja. Okay, nee, ich glaube, wir sind richtig. Das da war der Schildgenerator. Das Ding hat anscheinend diese riesige Kuppel da generiert. Die Musik ist überraschend schön gerade. Ich finde es toll, hier lang zu fahren. Oha. Heftigen Knick hier rein. Yeah! Ich wollte schon sagen, ab hier nur noch zu Fuß. Oh, hat hier richtig zu kämpfen, der Motor. Boah. Sehr, sehr steil. Ach, Kurve gerade so bekommen. Ist ein cooles Fahrzeug. Die Allianz macht so gute Produkte. Da zahlt sie halt für nah. Die Allianz. Wait a minute, wir müssen hier runter. Ah, wait a minute. Jetzt hat er aber echt gut eingeschlagen, muss man sagen. So, wo sind wir denn? Boah, krass. Wir sind ein fettes Stück gefahren. Kam mir gar nicht so weit vor. Lasst mich ran, Ladebildschirm. Loadings. Ach da. Ist nicht immer ganz offensichtlich der Weg. Also so absolut nicht. Sind wir jetzt von da unten gekommen? Muss ich hin? Fahr ich jetzt wieder zurück? Ich fahr zurück, ne? Ja, ich fahr definitiv zurück. Moment, 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 Moment. Wir haben anscheinend endlos Sprit. Wir werden nicht gejagt. Alles fein. Das sieht eigentlich für mich aus wie eine Sackgasse, aber anscheinend ist hier ein Weg. Ja, hier ist ein Weg. Sieht ja gar nicht cool aus hier. Ah, wie geschmeidig die Rover aber auch fahren. Ich guck nochmal kurz auf. Okay, ich glaube, wir fahren gar nicht mehr weiter, ne? Wir stehen schon die ganze Zeit hier. Können wir irgendwie hier so die Karte wechseln? Scheiße, fahren wir das jetzt alles? Oh. Ich beende sofort das Spiel. Kein Bock mehr.
Muss ich aussteigen? Ach, da, dazwischen, oder was? Nee. Hier runter irgendwo? Ich hab keine Ahnung. Ich steig mal ganz kurz aus und guck mal. Ich komme nicht mehr weiter. Boah, dass wir jetzt hier aber auch jederzeit aussteigen können, um nachzugucken. Ist eine coole Geschichte. Ja, hier ist einfach schlichtweg Sackgasse, oder? Seht ihr das? Müssen wir da unten lang? Moving Elements, gute Nacht, schlaf gut, bleib gesund, ne? Hau rein. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Folge dem Konvoi. Konvoi. Ja, als ob es jetzt hiermit aber nicht lang geht, ist doch Quatsch. Ja, wir sind ja eindeutig eine Sackgasse, aber... Hätte ich vorher abbiegen müssen? Ach, da lang, wa? Wir müssen die Seitenstraße wechseln. Moment. Ich glaube, wir müssen hier runter links. Beziehungsweise, wenn wir zurückfahren, rechts. I think I found the way. So. Von da sind wir gekommen, ne? Ich glaube, hier geht es auch nicht lang. Krass, wie das Spiel mehr als ein ganzer 2-Stunden-Film ist. Ja, wenn man es dann auch noch so rübergebracht bekommt, ne? Als Streamer, dass es auch wie ein Film wirkt. Aber wir spielen das ja jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, 4,5 Stunden oder so. Aber ich komme gerade nicht weiter. Mich fragt, ist da vorne der Weg, aber... Ich bin... Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir fahren mal noch weiter zurück. Da sind wir gekommen. Ja, hier fahren wir wieder zurück. Das macht ja gar keinen Sinn. Als ob ich das jetzt nicht finde. Nee, doch, oder? Guck mal, von da sind... Ich weiß es nicht. Muss ich runter? Nee. Da geht's nicht lang. Und von da sind wir gekommen. Ich weiß es nicht, Leute. Wisst ihr, wie das auf mich wirkt? Guckt mal. Als hätte die Map nicht geladen, oder? Die Map hat einfach nicht geladen. Als wären wir durch ein... Ja, scheiße, ich glaube, die Map hat einfach nicht geladen. Ich fahr mal nochmal ein Stück zurück. Spiel verbuggt. Spiel ich die Demo-Version? Nee, ich habe gut Geld dafür bezahlt. So, guck mal, jetzt lädt er hier wieder, ne? Jetzt lädt er hier wieder. So, jetzt sind wir wieder auf der Strecke. Können wir hier speichern? Spiel laden, zurück zum Spiel. Spiel kann man nicht speichern, das muss man in einem Zug durchspielen. ja, vielleicht muss man ja doch hier oben lang oder so. Irgendwo habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Ey, guck mal, es ist so geradlinig. Geradliniger geht's gar nicht. Also ich kann nur hier langfahren. Kann auch hier nirgendwo lang.
Shit. Kann hier nirgendwo lang. Und hier hätte ich gedacht, dass hier ein Ladebildschirm kommt. Die Map lädt ja auch jetzt auch nicht mehr. Wir bewegen uns nur noch. Entweder bin ich der blindeste Mann auf diesem Planeten gerade. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, Chat. Folge dem Konvoi. Wollen wir mal laden oder so das Spiel? Ich habe schlimme Befürchtungen. Guck mal hier. Überprüfe den oberen Bereich. Ich lade das jetzt nochmal. Ich würde fast behaupten, wir haben hier einen Fehler. Dann sehen wir das ja auch mal. So wie es aussieht, werden wir auch nicht allzu weit zurückgesetzt. Prüfe den oberen Bereich. Ah ja, okay, gut. So, dann gucken wir noch mal. Also eigentlich müsste, ich bin der Meinung, der müsste da eigentlich die Map laden. Force fills down. I open the passage. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Oh, hier geht's auch was. One more minute. So. And our satellite will be over the ship. Oh, okay. Lucky. Clouds are low. So, na dann. Auf ein neues. Fortunately, the ship's not here. Neither there or. Nicht ausrasten jetzt, Drohne, falls ich gegen dich anecke. Are you still looking? Mm-hmm. Not here either. Ah, bingo. Da war der Roboter. Yes. Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Können wir hier nicht hin rumfahren? Thank you. Fahre ich doch komplett zurück, oder? Oh ne, ist eingestürzt. Hier können wir gar nicht lang fahren. Oh, hier können wir auch nicht lang fahren. Kleine Ministraße. Oh, das ist gerade ärgerlich. Hä, warum führen die nicht überall Straßen lang? Was natürlich krass wäre, wenn wir gar nicht hier unten lang fahren sollen, sondern hinten rum irgendwo, weißt du? Ah, wir probieren's. Fahren jetzt nochmal dieselbe Strecke entlang. So, noch an dem Ding hier vorbei. Dann nehme ich diesmal den Ladebildschirm mit. Oder die Entwickler haben es nicht bisher gespielt. Ist ja ein sauschweres Spiel. Die haben vielleicht nicht damit gerechnet, dass jemand bis hierher schafft. Vielleicht müssen wir das Auto wechseln. Folge dem Konvoi. Das ist auch seltsam, dass wir hier so eine unsichtbare Wand. Warum klingt das hier so seltsam? Oder müssen wir, warte mal. Vielleicht müssen wir auch da unten irgendwo lang fahren, aber ich glaube, da unten geht es gar nicht lang, ne?
man den unterirdischen Weg nehmen muss. Aber ich, ja, es gibt ja keinen, da war ja Wand überall. Geht ja bloß hier lang. Was meint ihr, wird es jetzt klappen? Was auch immer. Können wir auch gerne sagen, falls ihr einen Weg seht, den ich nicht sehe. Scheiße, kein Ladebildschirm. Hä, dann weiß ich einfach nicht. Wie geht's hier weiter? Ich weiß es nicht. Hier ist Sackgasse. Ist einfach Sackgasse. Kann ich hier, oder? Nein, ich kann nicht zurück. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ladies and gentlemen. Wie komme ich hier weiter? I can't go back. Man soll nicht lügen. Denn ist aber auch kein Weg. Sieht das cool aus. Ich revidiere meine Aussage. Mein Wagen funktioniert jetzt gar nicht mehr. Das ist nicht gut. Ja, schade, bis hierher hat das Spiel gut funktioniert und jetzt ist es uns ein Rätsel, wie wir fortfahren müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße. Moin, Zero Tanoshi. Ich habe mir das hier mal so ein paar Minuten angeguckt. Die Quest hat dir doch gesagt, dass du dem Konvoi folgen sollst. Geht das nicht unten rechts aus der Map raus? Und nicht oben rechts? Könnte sein, dass du recht hast, ja. Das könnte sein, dass du recht hast. Ja, ja, da ist... rechts steht Konvoi. Ach, da. Shit. Jetzt, wo ihr das sagt, ich kann mich erinnern, hier sind wir ganz am Anfang lang gefahren. Oh nein, jetzt erkennt mich alles wieder. Ich glaube, ich hatte auch gerade einen Blackout. Man soll den Spiel über mich entwickeln. Oh nein, ja, ich kann mich wieder an alles erinnern. Hier kam in Deckung gehen und so ein Scheiß da unten. Ja, ich kann mich erinnern. Shit. Einfach kacke. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich hätte jetzt hier noch stundenlang gesucht. Da wäre ich schon aus Verrecken nicht drauf gekommen, dass ich einfach falsch war. Shit. Ja genau, hier war das mit dem Deckung gehen. Okay. Naja, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm zum Teil, aber andererseits auch... Menschlich. Ist einfach menschlich. Fehler machen ist menschlich. Ist genau mein Ding, Fehler zu machen.
die halbe Stunde, die wir verloren haben. Mensch, ey. Nein, Glück. Wir haben ja auf die Karte geguckt und das wäre ja ein endloser Weg gewesen, da jetzt hochzufahren. Ne? Das macht jetzt alles auch viel mehr Sinn mit einmal. Müssen wir hier hochkommen. Access to the base is protected by a force field. Das müsste jetzt angehen. Wir werden einfach weggedrückt. Es geht weiter! Wir haben Content! I'll see. Wow, jetzt habe ich ganz kurz in den Chat geguckt. In den YouTube-Chat. So, nochmal ganz kurz hier durch und weiter geht's. I'm leaving the base. Going after the convoy. Astrogator. One. I got some crucial information. I had to make sure before I talk to you. Okay, gut. What is it? Wir hören uns das an. He's alive. What? But how? You said he died during the night. Correct, I did. I couldn't let you go back to those ruins. But once you'd given up on returning to orbit, I sent Hopper back for him. Artie carried the doctor on board. Secured him. Oha. Now he's in the infirmary. Das war sehr grausam von dir. I believed Gorski was dead. I blame myself for his death. And now you dare say you did it for my own good. If I hadn't lied, you'd be willing to risk everything to save him. His chances were insanely small. I had to get you out first. If Gorski died because you waited too long. But he didn't. Thanks to you, Jasna. Ich glaube, hätten wir ihm den Sauerstoff nicht gegeben, wäre dieser Dialog einfach nur nicht gekommen, ne? Boah, sieht das hier cool aus, Mann. Wo geht's denn da überall hin? Ich muss mal kurz gucken. Yeah. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. Cool, Alter. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ships that brought all of this must be gigantic. Yes, Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. Krass. My opinion, think by a bit excessive. Well, for me, it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Ich muss mir das mal so angucken. Giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. Oh mein Gott. Interesting. Wow. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part. Sollte nicht weitergehen, oder? But rather an independent, autonomous machine. Ist das so geplant? Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Ich bin im Berg. Ich bin Teil des Berges. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the colossus. Oh, können wir hier auch reingehen? Yes, I got it. They have big machines. Tut mir leid, Leute, aber ich guck mal ganz kurz. Es geht gleich im Konter, ne? Wird ja schon keiner kommen, den Bagger wegfahren, unser Auto wegfahren. Ich guck mal, ob die Türen sich öffnen lassen. Ach du Scheiße, okay gut, wir gehen rein. Modules were placed nearby. The first one looks residential. Oh, lol, nein! Okay, ping. Strong, Bruder. Ach ja, wir haben das Spiel da eh schon fast durchgespielt, wa? Warum denn nicht? Da kann man doch mal, da kann man doch mal. Bam. Ja, es ist schon irgendwo lustig. Meint ihr, man kann hier gewinnen? Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut!
Ja, kriegt man den noch ein bisschen harscher angeschnippelt oder so? Nee, ne? Ich glaube, der wird mit der Zeit einfach schneller. Ja, der wird immer schneller. Komm, wir gucken. Wir Konvoi sind mir doch gerade scheißegal. Ich will jetzt hier gewinnen. Ich werde es safe verlieren. Das ist langsam viel zu schnell für mich. Ja, ist klar. Das ist der Invincible. Diese gegnerische KI ist der Invincible. Oh. Mhm. Ich glaube, das soll man nicht gewinnen, ne? Schwachsinn. Die geile Chance. Ja! Ja! Oh, das war aber, das war doch schon nicht mehr, oder? Junge! Ach, das Pissspiel, ganz ehrlich, also was ist das denn? Was ist das für Mist? Wieder abgelenkt. Ich lasse mich niemals ablenken. So, dann... bisschen peinlich gerade, ein bisschen peinlich. Wir haben gegen... War extra so programmiert, das kannst du nicht gewinnen. Aber das ist witzig. Cool gemacht. Jetzt ist die Frage, was kann man hier noch alles machen? Aber ich glaube, das ist aber auch das einzige Haus hier gewesen. Boah, guck mal, du kannst jetzt hier sogar hochfahren. Wir könnten da hochfahren. Da ist nichts, ne? Grundsätzlich wäre da nichts. Kann man aber erst wissen, wenn man da einmal hochgefahren ist. Ach so, ah, guck mal. Ich glaube, wir müssen eh da hoch. Das ist eine Abkürzung. Und dann so ein Banger-Spiel. Findest du? Du hast das Beste schon längst verpasst, glaube ich. Wir sind jetzt hier am Abschluss. Ach so, du, das war ironisch gemeint wegen der Konsole da hinten. Ne? Das war ein Banger-Spiel. Jetzt bin ich bei dir. Hupe wäre ganz cool. Ich hupe gerne in Autos. Da nun dein Spiel müssen Hupen mit rein. Große, laute Hupen. Der Konvoi führt mal wieder durch einen kleinen Berg hindurch. Verstanden. Sehr gut. Ich sehe schon, Danu hat in 10 Jahren seine eigene Programmierfirma. Danu Entertainment. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Of course, a simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Beobachtungspunkt. Wollen wir hier beobachten oder? Ich fahre einfach weiter. Ich beobachte hier nicht. Ich kann dich nicht weiterlassen, wenn du nicht vorher alles beobachtest. Lass uns auf die Karte gucken. So, I'd rather keep going and stop for a pointless reconnaissance. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes. And then I'll find out whether they're still there. It's a rather modest tactical report, but I won't insist. Please keep going. Alles klar. Please keep going. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An SCP. An den SCP-Fall mit dem Treppenhaus. Was, ich glaube, das steht auf einem Unigelände oder sowas. Und da wurden drei Probanden reingeschickt und die müssen halt immer nach unten. Das ist so eine Wendeltreppe, die immer weiter tiefer geht und die sehen dann irgendwann so ein weißes Gesicht. Ich kann nicht mehr weiter. Please continue. Das ist nicht gut, oder? Jasna, be careful. Of radiation. Of other people.
Just watch yourself. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy. Oha, hä? Der Konvoi ist auch kaputt. I'm looking for the rest. Ja, da kann ich doch jetzt nicht rein, oder? Egal, Strahlung ist Strahlung, komm. Wir haben uns eh schon halb verabschiedet. Boah, hier sieht es aber gar nicht mal so ungruselig aus. Ein Brief. CK Wulpekulea. Meine Liebe. Ich möchte dir versichern, dass unsere Expedition planmäßig verläuft und keine weiteren spektakulären Beobachtungen und Entdeckungen gemacht wurden. Wir rechnen mit einem möglichen vorübergehenden Stopp der Erwartungsarbeiten. Dies sollte jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf das Datum meiner Rückkehr haben. Daher, meine Liebe, sei beruhigt und zuversichtlich, dass ich heimkehren und mich voll und ganz um unser gemeinsames Leben widmen werde. Ich möchte jedoch, dass du verstehst, welchen bemerkenswerten Entdeckung dieses Isotop für uns darstellt und wie wichtig es für meine akademische Laufbahn und meinen Namen ist, der hoffentlich bald auch deiner ist. Oh, okay. Ist ja auch noch radioaktive Strahlung aus. Eben, wir haben alle Zeit der Welt, also verstehe ich nicht. Wir brauchen Radioaktivität in deinem Rennspiel. So. schon in Kürze werde ich mir nur wenige Nächte intensiver Arbeit, also mit nur weniger Nächten intensiver Arbeit, in der Lage sein, ihre Masse zu bestimmen. Im Moment weiß ich, dass einer von ihnen ein roter Riesenstern war. In meinen Händen befindet sich Antworten auf Fragen, die seit Jahrhunderten die brillantesten Köpfe beschäftigt und ihre Besitzer animieren, angestrengt in ihren Teleskopen direkt auf die CK Wulpelude im Sternbild Fuchs zu blicken. Mit dem Satz, dass ich mich mehr für Sternenkonjunktion als für zwischenmenschliche Beziehungen interessiere und mit der Äußerung, dass die Folgen der Kollision von Sternen allem überlegen sind, was zwei aus Eiweiß bestehenden Wesen jemals erschaffen können, wollte ich nur meine tiefe Bewunderung für die kosmische Harmonie und die mathematische Schönheit der Astrophysik zum Ausdruck bringen. Mehr nicht. Bitte verzeih mir, dein bald heimkehrender Bi. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, das klingt nicht so, als könne er abschließen und sich ganz seiner... Ist jetzt hier jemand? Nee, ne? Und ganz seiner Frau widmen. Das glaube ich irgendwie nicht, oder? Wisst ihr, wie das für mich klingt? Als ist er unfähig, eine Beziehung zu führen. So klingt es für mich. Abgelehnt. Schade. Der Radioactive-Antrieb. Kein Nitro oder sowas. Da gibt's radioaktive Isotopenausstrahlung. Knallt und du beschleunigst. Ah, mein Auge macht schon wieder Macken, Leute. And there's another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they? Wir haben sehr viele davon. Dead, fortunately. I admire your composure. Oh mein Gott. Das sieht aber. Well, I've had my fair share of anxiety. Glaubt doch nicht auch lange. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Was? Oder hier ist irgendwas? Oh no. Oh mein Gott. They're dead. Die sind alle tot. Ey, uns gehört ein riesen Raumschiff, Leute. Uns gehört ein riesen Raumschiff. Die sind alle tot. After seeing their base. I had a feeling it might end like this. Hatte ich auch gedacht, ja. What were they looking for? Eine Notiz. Was it that killed them? Das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Ich bin wissbegierig, was sie getötet hat. Überprüfe das Antimat-Verzeichnis. Alles klar, wahrscheinlich müssen wir hier rein. Verzeichnis. So, erstmal Tagebuch aktualisiert. Whatever. So, wir gucken mal hier die letzten Bilder an. Oh, da müssen wir ja sehen, was die getötet hat, ne? Hey, Link, was das sagen euch? Ah, jetzt. So, einmal den hier rumdrehen war das, ne? So.
roten Knopf drücken und dann geht das auf. Haben wir gelernt. What do we have here? They were preparing for departure. Achso, das sind die einfach mit Robotern? Coordinates match the location of the base we've searched. Die wir durchsucht haben. Ah, okay, gut. Das war bei der Basis. Alle waren noch happy. Das sind die Antimaterie-Dinge. Oh, halt. Ich bin nochmal zurück. Was haben wir hier? I was there. It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. Wie begeistert sie doch darüber ist. Was haben wir jetzt hier noch? Ne, hier kommen wir zurück. Das sind wir auch lang. Guck mal. Das ist hier, genau. Oh, und jetzt ist irgendwas passiert, was sie getötet hat und wir werden es hoffentlich sehen. Okay. Genau, dann haben die die Löcher reingeschmolzen. A beam of antimatter. Oh, so einen hätte ich auch gerne. Can you locate the breach? Finde das Loch, das die Materie verursacht. Antimaterie versucht hat. So, und jetzt. Looks like they found whatever they were looking for. Die gehen alle rein. Ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Stellt sich jetzt heraus, das ist eigentlich Subnautica 3. Das ist auf dem Alien-Planeten. Aha. Shame. The transport's leaving. Okay, also war von einigen nicht hier das Ende. Einige haben es weggeschafft. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. In dem kaputten war ja nichts mehr drin. Das heißt, das war der auch nicht. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Der dreht durch, ne? Der Mann dreht bestimmt durch. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear in his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Irgendwelche Wellen. Next slide. People rushing out of the tunnel. Aha. Aha. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. I'm trying to wir gehen rein. Ey, wir kennen jetzt keine Grenzen mehr. Wir machen alles. Wir sind wissbegierig. Ich habe auch Angst. Danke, aber es ist nicht nötig. Ich kann auch mehr. The situation is far from safe, true. But I've got to do what I've got to do. Eben. Wir müssen es. So, und zack. Nächstes Bild. One of the antimatter has fired straight into the tunnel. And what happened next? Okay, warum? Um die Leute zu töten, die restlichen? Ach nee, um das, was das gemacht hat. Nothing else. Only darkness. Can't you see what it was aiming for? Na, wir gucken mal. Total panic. Everyone's trying to escape. Ah, deswegen haben die das Loch nach oben gemacht. Guck mal, der schießt nämlich nach oben, das ist das hinter uns. Ach halt, scheiße. The second antimat. That's what destroyed it. Oha. Frozen with fear. They don't know what to do. There's also a second antimat. Eine zweite. It's shooting into the air. Oh mein Gott, das ist die, die wir eliminiert haben. Oder das ist die, die wir eliminiert haben. Das ist eliminieren, anstatt zu schützen. Oha. Instead of protecting. Sag ich doch. Diese Dinger sind wie solche Klanggabeln. Der ganze Planet ist wie so eine große, wie so eine Klanggabel, wie so ein Sender, der Signale rausschickt. Und der hat zum Beispiel die Menschen durchdrehen lassen und wahrscheinlich dann auch die Antimat manipuliert. It's firing directly at the crew. Whoa. Okay, das muss wehgetan haben. Shooting them. Oh, ja. One by one. Ja, die haben gar keine Chance gehabt. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Krasse Dinger, du. Krasse Dinger. Warte mal, hier gab's noch was zu sagen, aber das. Ach doch, es geht.
Ein furchtbarer Anblick. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Jasna. Regis 3 doesn't spare you. Solche Waffen sollten verboten werden. Diese Mission wird besser und besser. Yo! Damn this mission. I curse whoever sent us here to play some half-assed spy game. Es macht schon Bock, klar. Also hey, wir sind Doktor und sollten eigentlich bloß unsere Leute suchen und gucken, was mit denen ist. Also die Mission ist ja ultra gut. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. Na, ich glaube, der wird im nächsten Bild erschossen. Das ist ja dumm von ihm. Ja, da, ich glaube, das nächste Bild müssen wir nicht sehen, ne? If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Ich glaube halt nicht, dass die Maschine selber gehandelt hat. Ja. It killed him. The machine just killed him. Ja. Wie viele Bilder hält die in der Hand? Das ist ja eine ganze Kiste. Wie ist das possible? Sie hat ein Foto von mir gemacht. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. So, wie man sich sehen kann, sieht es aus. The machine that massacred the Alliance is still operational. And it could target you at any moment. Okay. Let's hope not. Kann mein Auge aber auch wieder ein bisschen belasten. Ist wieder relativ gut. Away. So. Ich glaube, ich habe jetzt weniger Kack im Gesicht. Right. Ja, komm, wir gucken uns den an. I'll go check it out. Jetzt wie ein Käse, ja, danke dir. Danke, danke, danke. Ich kann uns aber auch nicht recht machen, ne? So, wir gucken. Der ist doch aktiv. Holy. Also der ist irgendwie deaktiviert, aber eigentlich sollten wir weg. Das ist keine gute Idee. Hä, ja, nee, warte mal. Der hat das jetzt von uns gemacht? Oder? Nee, er hat es doch von uns gemacht. Aber hier ist doch... Meine Güte. Oh, Akku alle vom Headset. Es gibt... krasse Dinge und es gibt ziemlich traurige Dinge im Leben. Das ist eher ein krasses. So, jetzt muss ich mir wieder eine Lichtquelle wegnehmen. Ich habe hier aktuell ein ziemliches Kabelchaos, da ich hier komplett alles neu am Verkabeln bin. Oh. So. Okay. Weiter geht's. Achso, nee, Headset noch anmachen, damit ich was höre. Das hier ist die Kanone. Lila, okay. Lila. Prüfe den Ort hinter dem Tunnel. Na, okay. Ja, komm, wir gehen durch. Also ich denke mal, das wird der hier sein. Der andere, die hat ja nach oben geschossen. Können wir hier noch rangehen? Nee. Die hat es halt komplett zerlegt. Aber guck mal. Ah. Ja, die hat es komplett zerlegt, da gibt es nicht mehr viel zu analysieren. Na dann. Oh, wir gehen jetzt rein. Also wir halten fest, jeder, der hier reingekommen ist, ist durchgedreht, ne? Und die sind alle panisch rausgerannt. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Here. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. Seht ihr das? Guck mal, da hinter der Wand sind Dinge. Hinter der Wand sind Metallstrukturen. Alter, was ist das? Hä, guck mal, das sind eine richtige Strukturen. Ist der gut oder ist der böse?
Der hat rote Augen. Aber der scheint mich nicht angreifen zu wollen. I got out. Walt, inside a cave. Jasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen sollen. Breathe, Jasna. You need to rest. Ich glaube, das bringt nichts, wenn wir uns hier ausruhen, no. Oder? No. Wir folgen dem einfach. Alright. Boah, diese Struktur lässt den schleppen. Aufgabe. Ja, wir gucken einfach, was er für eine Aufgabe hat. Ich war gestern 4 Stunden beim Zahnarzt. Aber jetzt geht's dir wieder besser. Gestern, Alter, da hast du ja eine ganze Woche noch aushalten müssen. Ach lol, warte mal. Ja, er läuft im Kreis perfekt. Metal bushes. Same as the ones before. Okay, da geht's auch nicht weiter. Wir müssen hier lang. Ich dachte, komm, wir gehen dem hinterher und gucken, was er für eine Aufgabe hat. Well, the lower parts da. Of the bushes are fruitless. So the alliance came to pick the fruit. Oh Gott, was war das? Das sieht aus wie. I think their crew took some soil samples. There's this chip rock, revealing what lies beneath the surface. Das ist aber feste Struktur, ne? Which is more metal? Yes, a metal interior. Ich glaube, das sieht nach mehr Struktur aus. Oh ne, gut. Ich dachte, ich muss da nochmal ranzoomen. Oh, halt, wait a minute. Da ist der nächste. Wollen wir uns den angucken? Oh, der sieht aber noch gut erhalten aus. Hey. Ah, okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was es sein wird. Aber wird nichts verraten. Das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Hä? Komm hier nicht weiter. Shit. Suche den Standort. Ich glaube, ich muss, ne? Ich muss nochmal gucken. Ich suche nochmal ran. Moment. Ah, Wurzeln. Well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Ja, geil. Ja, Silizium-basiertes Leben, Leute. Krass. Ich glaube, wie wir von Anfang an gesagt haben, irgendwie. Von Mitte ungefähr. Ja, genau, wir gehen einfach hin. Ich habe langsam das Gefühl, das Spiel hat gerade erst angefangen. Es nimmt kein Ende. Do you have anything specific in mind? Doctor. If it's all metal, then I'll use the detector. Right. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Unterirdische Verbindung. Alles passt. There's metal all around, and the bushes have a direct connection with the whole system. Krass, Alter. Aber was bringt das? Das ist ja im Endeffekt dasselbe Material. So the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Perhaps it's looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Das ist cool. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? Ja, auf jeden Fall. Es ist möglich. Ja, guck mal, also was heißt also? Can you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs or green bodies. Which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, alles sehr schön, Chigun, schlaf gut. Tschüss. Especially ourselves. But that's on us. Bis morgen. The universe doesn't give a damn about our classifications. Jasna,
you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Ja, hä, also wir haben doch sowas gelernt. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es sowas gibt, ne? Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich suche den Standard. Okay, wir sind noch nicht fertig. Müssen wir hier noch was entdecken? Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, eigentlich wäre es jetzt gut, hier lang zu gehen irgendwie, ne? Da runter und da hinten hin. Was wollen wir denn jetzt noch hier? Wieder zurückgehen? Ich meine, die Metallstrukturen sind jetzt hier überall. Ich gehe mal da, Behälter. Da haben wir einen Behälter. Wir machen Fortschritte. Ach, guck mal. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those können wir da ran? Fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Warum habe ich das Gefühl, dass... Shit! I can't handle it anymore. Wow! Was? Folge dem Artan. Oh, wir sind hier richtig am Durchdrehen. Ich glaube, wir sind einfach nur ein bisschen resistenter als die anderen, oder? Der ist nicht disappeared, er ist einfach gegangen. I didn't. I must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Okay. Hä? Wo ist der Tunnel gegangen? Guck mal, wie klein der jetzt mit einmal ist. Wir sind ja vor uns übelst lange durchgelaufen. Jetzt ist es einfach hier. Oder ist das... Nee, das sind andere. Nee, das ist das hier. Das ist ja witzig. Und der Tunnelgang führt jetzt nicht mehr nach oben dahin. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. What? The robot? No. No, the antimat. You need to act fast. Move, Jasna. Fast. No. Jasna? Are you alive? Wo muss ich hin? Moin! Na, Kollege! Danke für deine Unterstützung. Ich glaube, wir sterben gerade. What are you saying, Doctor? You've always been a great support for the entire crew. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. Okay, ich glaube, er ist... Oha. How did I survive? Oha. Wait. You said you had a choice. Yes, your life. If you could reject it, why didn't you? Ja, und warum hat er jetzt... After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. Ach so, er dachte, wir sind schon tot. Okay. You will agree that we were doing very well. Outstanding with. Oh, ich verstehe nur noch Bahnhof. That's how it ought to end. Krass. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong.
I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Bald kann dir auch nicht verzeihen. Oh. Ja, Auden. Ja, komm, wir machen. Ach, ja, ist scheiße eigentlich. Die erste Aussage ist natürlich auch korrekt. Ne? Deswegen hat ein Teammitglied ein Leben verloren, aber. Jetzt ist das so. Ich meine, wir haben jetzt auch viel riskiert hier. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. Also das Spiel hat jetzt gerade erst angefangen. Wir sind jetzt aus dem Tutorial raus. Kaputter Roboter. For now you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. Ob wir da hoch können, if there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. It should be a valuable source of information. And the rovers. Ja, wir gucken mal, ob die noch existiert. Da hinten ist der Rover. Aber, okay, gut. Ja, lol, steht einfach alles noch hier. Easy. Können wir da rein? Da liegt sogar noch... Liegen da Füße? Ich glaube, da lagen Füße. Die haben mir sogar gefallen. Ich hätte sie am liebsten gewechselt. Alle tot. Alle tot. Wobei, wir wissen nicht, ob der tot ist, ne? Vielleicht ist er auch Ballaballa. Pass auf, der schreckt uns gleich ins Jumpscare, der Kerl. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Ich drück einfach irgendwas. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesluk here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. Die Punkte da vorne bewegen sich, Leute. Die Punkte da vorne bewegen sich. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site. Direkt vor uns. Separated the material for research. Now we're securing the first transport. Lebewesen. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Na dann, let's go. Oh. Hello, convoy. Antka, come in. Are you there? Yes, yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesluk? What's going on? Oh, das ist toll. Tesluk, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. Leute, die Punkte sind überall bei uns. Saved recording. Ach so. Das war von hier. Oh mein Gott, die wurden angegriffen von ganz vielen Objekten. Similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns the long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how, Merritt. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being, such as helpless, vulnerable,
Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? Ja, krass. Ja, komm. It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. Du bist eine Maschine, du überlebst auf jeden Fall. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of the flies. Astrogator. Ja, krass. Schade, dass ich das Radar nicht anmachen kann. Das ist voll cool, dass du hier alles so bedienen kannst. Ist mega gut gemacht. Aber das Auto ist leider Gottes komplett tot. Komplett tot. Ja gut, ich glaube, wir können hier wieder raus. So, jetzt ist sie auch langsam auf der Schiene, auf der wir schon seit Anfang an fast schon sind. Seitdem wir die Metallstrukturen kennengelernt haben. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No. It looks like it's been corroded by strong acid. Ach du Scheiße. Hier gab es ganz viel Stuff, den wir hätten vorlesen können, glaube ich. Egal, fange ich jetzt auch nicht mehr mit an. Okay, aber die Maschinen scheinen jetzt aber auch weg zu sein, ne? Und wir werden, glaube ich, gar nicht so als Bedrohung angesehen. Ich bediene einfach alles, was geht. Manuelle Entriegelung, manuelle Türentriegelung. The door to the cargo bay has bulged a little, but it won't open fully. Ja, komm, drück dich durch. Oh, fuck. Too awkward to squeeze in. Das ist ein Roboter, ne? Oder ist das ein Mensch? The whole vehicle is just stuffed with bushes. Ist das ein Mensch? But can you see past them? Not quite yet. Now. Oh je. Zerstörte Behälter, das ist wichtig. Ey, wir haben einfach keine Proben, ne? Ich glaube, das war's. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theories, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, wir wollen es hören, let's go. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Ich bin nicht überzeugt, doch. Ich würde schon sagen. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, oder ist wieder ein Schild? Ist das nicht das Raumschiff? The Invincible? I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Oh ja. Also very different. And dead. Necro-Evolution. Die Necro-Evolution. Necro-Evolution freigeschaltet. Ivorus, gute Nacht, schlaf gut. The flies and bushes are the same thing, but in different forms. When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate.
Form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Ja, siehst du mal. Aber das scheint es auch zu sein. Boah, das Schutzschild drückt sogar die Steine einfach weg. Guckt euch das an. Krass. The second transporter is under a force field. Das heißt, wenn wir hier dagegen laufen, sind wir tot. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. Ey, hier gibt's so viele Dialoge, man kann selber kaum reden, ne? There are powerful emitters in the center. Erleichtert mir die Arbeit. Similar to those on Energobots. Emitters only. Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Okay. Then you're looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Ah, got it. Force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that. Können wir nicht einfach reingehen und yet. Schild euch. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Ja, okay, aber okay. Was, das heißt. Ah, doch! Da hinten geht's so hoch. Na klar. I'm pretty sure. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass so fliegende Viecher kommen. Also aus den Eiern kommen fliegende Viecher. Dessen Existenz all unsere Vorstellungskraft übertrifft. Das ist geil. Wir werden safe noch auf diese Lebensform stoßen. Auch wenn eher ganz zum Schluss, aber wir werden sie wahrscheinlich noch sehen. Oh, da wurde gerade die Welt nachgeladen. Habt ihr gesehen? Ist ja schlecht programmiert. Oh, oh. Jumpscare-Szene. Jumpscare. Jumpscare. Doch nicht. Ja, wir sind hier richtig. Golden. Richtig. Okay, hier ist nur eine ganz normale Sonne. Astrogator, ich habe ihre Probe. Sieht aus, als ob es von den Flies hit. Oder nur hier durch pure Glück. Glück, indeed. Das Registry könnte wertvoll sein. Sieh mal Bilder, aber so cool. Wenn wir alles von einer größeren Distanz fotografieren. Kann ich hier, kleine Probe? Oh, das hat nicht funktioniert. It flew away. Is it scared of you too? Anscheinend hat sie auch. Guck mal, geht's da hinten auch lang? Is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. Guck mal ganz kurz durch den Detektor, ob wir maybe die Fliegen sehen. Aber hier dürfen ja eigentlich keine sein, ne? Aber die können ja jetzt auch hier reinkommen eigentlich. Wenn wir hier reinkommen, kann alles hier reinkommen. Do you copy, sir? Ja. The force field doesn't block radio waves. Ja, ich werde nichts sagen, aber ich muss noch ganz kurz zurückgehen. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them. Nein! You're gonna take the whole You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. Nein, jetzt habe ich den Text nicht gelesen. You need to take down the force field. But first, the Energobot. Turning off the force field, then transporter. Departure. Okay? Ich hab nicht was nochmal. Ich finde, ja, das ist ein guter Plan. Ich finde es selbst raus. How about I act according to my judgment? And you patiently await my request for help, sir. So. We can do that too. You're right, yes, sir. Ich hab keine Ahnung. Ich mach einfach. Thank you, sir. Danke für dein Einverständnis. Ich weiß nicht, wo die Probe. Ach, da yes, ist sie. It's around here. Somewhere. Drohne. Na du.
Put. Ich will dich fangen. So, mal, hier haben wir auch noch irgendwo. Da ist ein Mensch. Da haben wir wieder einen. Das interessiert uns nicht. Ich glaube, wir können hier nichts machen, ne? Wir können hier mit nichts interagieren. Dann würde ich sagen, wir müssen in den Transporter rein. Da kommen wir aber auch nicht hoch. Ich habe ehrlich gesagt nicht so gut. Ich finde einen Weg unter dem Kraftfeld hindurch. Haben wir? Ne, hier kommen wir noch nicht rein. Wir sollen das Kraftfeld deaktivieren. Ich guck mal mit dem Metalldetektor. Was passiert? Ich muss gucken, was passiert, wenn wir gegen das Schild laufen. Ah, gar nichts, schade. Och, Menno! So, hier haben wir auch nichts. Nee. Also nichts Neues zumindest. Ah, hier unten. Ah! Fountain. Und zieh. Niegelnagelneuer Helm. Ich hätte ihn aufgesetzt. Ach du krasse Heilige. Wow. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Ja. Ja, das Kraftfeld schützt halt nicht vor den elektromagnetischen Wellen oder so. The field is no longer a problem. Ich bediene einfach noch mehr Hebel. Okay. Um hier drinnen zu sein, weiß ich nicht. Krass. Sehr unangenehm. Was mache ich jetzt hier? Was will ich hier drin? Was wollen wir hier drin? Hä, da gehen wir doch nicht ohne einen Grund rein, oder? Sind wir hier? Hä? Mehr solche kleinen Minuten, aber wir können hier nichts machen. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen hier gar nichts machen. Ist einfach bloß, damit es cool ist, damit man sich das coole Konstrukt mal angucken kann. Hoffentlich. Ja, moin. Jetzt haben wir aber ein fettes Problem, theoretisch. Die Fliegen, falls es die wirklich gibt, können uns jetzt natürlich anfallen. Ah, hier geht's hoch. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? I'm climbing onto the hovering transporter. Aber greifen die uns überhaupt an, wenn die Drohne schon dachte, dass wir tot sind? Da geht's nicht durch, da geht's nicht durch. Da geht's nun so lang. Hä? Hey, lol. Gerade eben habe ich es noch probiert. All good. Es geht schon wieder ein bisschen besser, sehe ich. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. Ah, irgendwie ist er doch ein bisschen suspekt, oder? Ich weiß nicht. Boah, wisst ihr, oh nein, ich habe schon wieder eine Theorie. Ich habe schon wieder eine Theorie, Leute. Das Projekt hier ist schon längst gescheitert und wir sind jetzt hier, um die restlichen Sachen zu bergen, weil die haben das nicht geschafft. Die haben das nicht geschafft und er hat den Auftrag angenommen und sein eigentliches Ziel ist es, die Scheiße da hochzukriegen. Ah, wobei er hat sich ja schon so entschuldigt und so. Ah, da waren schon Emotions eigentlich mit dabei. Ah, schwierig. Na, nee, egal. Vielleicht lasse ich die Fliegen zurück. Ja, auf geht's. Yeah, sure. I got lost for a moment there because of the flies. You'll have a lot of time to think about it. Now we have to check if you'll be able to leave with this transport. Of course. I'm on it.
Although first, I'd like to see them up close. Very well. Just hurry up. Alles klar. Hey, Schauspielkarriere regelt. Ja, das könnte natürlich sein, dass das... Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, dass er maybe das bereut oder so. Aber für das Geld maybe, der Job, ich weiß es nicht, vielleicht lockt das einfach mehr, ja. Oh ja. Ach du Scheiße, da ist nichts drin. Oder... Da ist auch nichts drin. Wow. Okay. I must admit. Okay, das sind für mich keine Fliegen, aber ist okay. Das sind einfach nur Metallsterne, die. I'm watching them. Nothing more. Don't worry, sir. What? Ich glaube, wir sollten weg, oder? Ach du Scheiße. Du kannst ja Mech Collider benutzen. Muss halt bloß Konvex aktivieren. Ach du heilige Scheiße. Sie machen uns nichts, ne? Genauso wie mit dem Roboter. Der Roboter hat uns auch nichts getan. Scheiße, was geht hier ab? Genau, wir sind da so viele davon da. Oh nein. Oh nein. Egal, wir sind raus aus dem Schwarm, aber gut, ist es trotzdem nicht, ne? Weil sind wir nicht gekommen. Ja, wie gesagt, kannst Konvex einstellen, ne? Mesh Collider gehen trotzdem noch. Also gehen grundsätzlich noch, nur nicht mit Rigid Buddies. Ohne Rigid Buddy kannst du auch einen komplett normalen Mesh Collider nutzen. Nochmal ein Rückblick. Die hatten wir schon lange nicht mehr. Hallo. Dragonfly. I fell, but everything's all right. I'm fine. Oh shit, wir müssen hier weg, Leute. Das war ein Rückblick, ne? I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I'll ask you how many times already. Aha. Das ist das letzte Mal versprochen. Ich dafür mache das nicht aus. I'm not counting anymore. And neither should you, sir. At least we learned the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. So then it's here. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure our people. Hat sie nicht gerade gesagt? Survived, and they already started their research. Dann, falls wir es gleich durchgespielt haben, kann ich dir noch einen kleinen Tipp geben. It's more likely they're all dead.
Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Jasna. Hey, hat er sich nicht gerade verquatscht? Hat er nicht gesagt, dass er immer wieder Leute darunter schickt und immer wieder sterben die? Und hä? You mean it flew away, or did it fall to the ground? Wahrscheinlich ist er runtergefallen. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. Ich habe das Gefühl, das Spiel endet niemals. Es geht einfach, es ist der Wahnsinn, Bruder. Ja? Da bin ich gerade da. Da ist er. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Okay, da kommen wir ran. Can you get to it? Unhook it. Da kommen wir sowas von ran. Haken. Maybe that won't be necessary. Das heißt, wir müssen da oben lang. Ja, und vor allem verlangen die gar nicht so viel Geld für das Spiel, ne? Somebody's here. Oha, endlich. No, I can see them with my own eyes. Two of them even. Das ist ein richtiger Mensch, Leute. Das ist diesmal kein Roboter. Das ist. Huh? Where do they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. Die sind jetzt einfach weg. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. Sick. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor. Glauben Sie mir etwa nicht? I saw Chef! People Hä? Alive. Some of them survived. And you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. So, wir haben kein Auto mehr, wir haben gar nichts mehr. Na dann. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Okay, ja, dann gucken wir, dass wir hier irgendwie runterkommen, aber how are you feeling? Scheiße, Alter. Beschissen habe ich Leben. Let me just say this. Gute Antwort. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a confused lung begins. Ja, das ist eine super Powerfrau hier. Die hält alles aus. Guck mal hier, wir sind mit voller Wucht einfach hier dagegen geflogen, also ist nichts passiert. Powerfrau. Hier sieht's aus, als könnten wir runter, aber irgendwie auch nicht. Ich bin schon mal auf die Wolke getroffen. Ah ja, genau. You know what, sir? Hä, ich... That whole incident at the start of my journey. Yes, I remember. I got badly hurt back then. Kommen wir da runter? And I damaged the radio. Ist in der Höhle? And you lost your memory. The thing is... Nee. It wasn't the real cause. There were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall, the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Mm-hmm. Jasna, that's what you suspect. I know it. Dadurch sind wir safe. The memory of that event came back to me. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. So it was the flies all along. In the case of our crew as well. Yes. And that antimat in the tunnels and the whole convoy. It happened to all of them. Ja, nur dass du es aus irgendeinem Grund überlebst, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Hä? I am verwirrt. Ich komme da nicht runter. Hol die Aufzeichnungen aus den Überresten des Ballons. Ja, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Ach, lol. Nee, hä? Wir sind hier. Muss ich erstmal zurück? Muss ich jetzt den ganzen Weg, den wir gekommen sind, zurück? Ne, es geht ja gar nicht, oder? Ich meine, hier ist ja alles zugeschüttet. Also, es geht legit nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich tun soll. Außerdem muss ich auf Toilette. Ich mache mal ganz kurz 2 Minuten Pause. Moment. Ich muss ganz dringend mal für kleines Eras.
So, ich bin wieder da und bin jetzt wahrscheinlich ein Tick konzentrierter, because my blase is empty. Aber was bringt mir jegliche Konzentration, wenn wir nicht wissen, wohin? Wir müssen ja theoretisch da runter. Wir müssen da hin. Ich habe eine Idee. Ich bin jetzt konzentrierter. Hier unten kann man langlaufen. Maybe führt hier ein Loch durch. Hat der Metalldetektor nicht auch so eine Art Tunnelsystem erkannt? Vielleicht ist hier irgendwo ein Loch oder so im Boden. Ich meine, zurück können wir ja safe nicht, oder? Geht's denn lang? Kann ich aber springen? Da hinten müssen wir hin. Aber hier kann man doch easy runter. Hier ist der Ballon. Da sind wir. Ja, aber es sieht laut Karte nicht so aus, als könnten wir da lang. Meint ihr, wir müssen da wieder zurück? Also es sieht halt zugeschüttet aus, hätte ich halt jetzt nicht gedacht, aber... Ja, oder mal... Ja, und da kommst du runter, oder was? Oh, gut gemacht. Schön abgefedert. Guck mal, gerade Problem gehabt, jetzt sprint ich schon wieder. Da ist eine Robotereinheit. Reden wir nicht drüber. Nee, bitte nicht. Sind das die Menschen? Das ist ein Rover mit... Leute, der wird eigentlich von Menschen gesteuert. Wir reden anscheinend auch nicht drüber mit unserem Kollegen. Interesting. Gehen einfach hin. Hä? Die ist doch gerade hierher gefahren. Da ist halt niemand drin. Oder die ist doch... Hä? Jetzt bin ich aber... Strong. Was? Okay, das finde ich sehr, sehr seltsam, aber ist mir egal. Achso, er hat den hierher geholt, ne? Mit Fernsteuerung. Und jetzt kommen wir auch hier runter, wo ich vor uns gesagt habe, wollen wir da mal hin. Gucken. Dass wir da später eventuell nochmal hinkommen. Ich habe keine Ahnung, wie wir zum Luftballon kommen. Ich muss erstmal. Brauchen wir ganz kurz Überblick. So, der muss hier. Wo war der jetzt? Da vorne irgendwo, ne? Oh ja, wir müssen noch ganz runter. Ich würde mal sagen, einfach den Straßenverlauf folgen. Da kommen wir automatisch hin. Da kann man nichts falsch machen. Serio! Star Knight! Hänge. Da geht's nicht lang. Und hier runter. Oder something like this. Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. So, jetzt hab ich. Okay, da muss runter, dann rechts. Ich würde gern Gas geben oder Radio einschalten in Cyberpunk.
müssten eigentlich, ja. Direkt vor uns ist der Ballon. Also auch sehr auffällig. Also wenn da wirklich zwei Menschen waren, dass wir jetzt hier mit dem Rover lang fahren, weiß ich nicht. So, wo genau ist der jetzt? Der müsste vor uns sein. Ich hab's glaube ich auch nicht gesehen. Fallen Balloon. What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The Fallen Balloon of Regis. Deine yes, Augen. Exactly. Ja, Dialog fertig, perfekt. Die RB-1. Please stop. Selbe Mechanismen wie immer. Einmal drehen. Unlock. Und Knopf drücken. Und wir holen jetzt die Teile raus. Dann gucken wir doch mal, was die zuletzt gesehen hat. Wahrscheinlich kam der Schwarm auf sie zu und ist dann einfach runtergefallen. From the top. Let's see. Keine Ahnung, was ich da sehe. The 25th day of the mission. Morning. 25. The balloon goes up. Guck mal, das ist die Basis. You can see the immediate surroundings of the base. They're operating at full capacity. Ach du Scheiße. The base okay, krass. Wir müssen jetzt noch, jetzt müssen wir das Rätsel lösen gleich da oben, ne? Fahren wir zurück in die eine Basis und lösen da das Rätsel. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. Gut zu wissen, falls wir Ersatz brauchen. The balloon is moving away from the base. Ja. Das ist der schwarze Schwarm, ne? Approximately south. Oder was ist das? It found some water reservoirs. Ach, das ist Wasser. Many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. Okay, noch mehr davon? The balloon's completing its loop. Guck mal hier am Wasser, ne? Das ist das Meer und da ist auch eine Basis. There's still a few people. Ein paar Leute da. Gruppe von Menschen. Neue Fahrzeuge. Gruppe von Menschen. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Two vehicles that weren't there before. Mhm. Was jetzt? Boote? Abfahrendes Fahrzeug. Vielleicht ist es doch kein Wasser. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship. Mhm. Warum haben die Leute von Konvoi verlassen? But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the clouds. Ich glaube, die haben verstanden, was das mit den Leuten macht. Apparently that's how the Alliance treats its people, lousily, without dignity. Sagt der Richtige. Eieiei, Glashaus, Glashaus. Ich sag's dir. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these. Okay. Alle exakt gleich. Oh. Captured the moment I entered the base. Dem ich in die Base gefahren bin. Ah, okay, 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 ja. And it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Oh, es geht sogar weiter. Und jetzt die zwei Leute, die wir gesehen haben. Mann. Wait. You're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. I knew it. I told Oha, you. Hä? Wer ist denn da jetzt noch? Please forgive my doubt. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. Boah, leben da Leute schon länger? Boah, stellt euch mal vor, da leben Menschen und kontrollieren den Shit.
Und die machen das zur Verteidigung, um ihre Kultur zu schützen. Mein Auge spielt schon wieder voll. Und Licht wieder weg. Da bin ich wieder dunkel. Boah, Feier machen. Leute, mein Auge, ich weiß nicht. Aber wir sind bestimmt 10 Minuten vor Spielende, ne? Nee, komm, wir können jetzt nicht Feier machen. Das können wir jetzt nicht machen. Wir müssen nach da. Wir steigen in unser Fahrzeug ein, was wir da ganz hinten gelassen haben. Am Arsch. Am Arsch. Ich habe direkt davor geparkt. Oder nicht? Hab ich das da stehen lassen? Ja bitte, sonst finde ich keinen passenden Punkt zum Schlafen gehen. So, ab hier geht's weiter. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space, even. Why do you insist on seeking them out? Sieht alles nach Sackgasse aus hier. Ich muss heftigst hier rein. Da vorne geht's weiter. Was meint ihr, wer die sind? Sind die von der Allianz? Ich glaube nicht, dass sie von der Allianz sind. Ich glaube, ich hatte die Theorie, dass die vielleicht schon länger hier leben, oder? Vielleicht kontrollieren die auch die Technologie. Aber die steuern auch die Allianz-Drohne. Affirmative. Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what will it be, Doctor? Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Eigentlich ist das doch da oben, was ich gesehen habe, oder nicht? Wenn ich die Karte richtig deute. Hier hoch, oder? Warte mal. Ich steig mal kurz hier aus. Ich will mal ganz kurz nachgucken. Da oben. Ja, genau. I could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. All I needed to do was look up. So this means there's a view of the entire base from up there. Yeah. I'll confirm when I get there. But I know what's on your mind, sir. Aber ich komme da nicht hoch, kann das sein? I've been under surveillance ever since I arrived here. Okay. Es gibt eine Kletterroute, natürlich, die gehen wir. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. Ah, ich bin so gespannt, wer das ist. Oh, mit einmal können wir klettern. Oha, Ara spielt das, obwohl es nicht deutsch gesprochen wird. Ja, Ara spielt das auch, ja. Aber habe ich ja schon vor ein paar Tagen gesagt. Streamt er das auch, oder was? Ara hat mir auch gesagt, dass er es gut findet, aber er versteht halt nur 30%. Dass er das deswegen ein bisschen schade findet. Boah, wer sind die Leute? Safe Leute vor der Allianz. Guck mal hier, Alter. Ja, hä? Kann niemand von der Allianz sein. Die wurden ja safe beobachtet. Die wurden safe. Oder das... Nee. Verbliebene von der Allianz, die sich schützen wollten? Nee, es kann nicht sein. Die haben die Allianz ausspioniert. Das sind irgendwelche Leute. Ich bin gespannt. I have to climb without safety equipment. This is nowhere to be seen. No alternative route. Ich kann mal gucken. Hier geht's bestimmt, guck mal, hier geht's doch so ein bisschen lang, oder? This way seems to be the only one. Und jetzt? Was machen wir? Ja komm, da müssen wir hoch. Let's go. Streng dich doch mal ein bisschen an. Machen wir? Auch voll geil, oder? Wenn wir da länger liegen. Oder da hochklettern, dass wir immer das Visier sauber wischen müssen. I'm almost there. Oh nein. That. It's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here.
Zum Glück kann er hier, stell dir mal vor, da ist jetzt einer und tritt uns runter. It is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. Ach so. That view. It made the climb worth it already. Ach so, ja, dann liegt das wahrscheinlich doch an der Latenz. Yes. Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Shit! Ow! What? Oha. I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Jasna, what is it? Why is it too late? Jasna, speak to me. He's looking for others. He's... You. What have you done? Shit! He found you too. Ach du Why? Scheiße. Aber der ist ja nicht von der Allianz. Das macht Hoffnung. That's not good. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich suche Hilfe. It's this planet. I'm trapped here too. Get up. Wir sind nicht von der Allianz, mein Freund. So much for talking. Jasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Okay, wenn er hätte gewollt, hätte er uns schon längst erschossen. Also er hat schon mal nicht die Absicht. Trägt er keinen Helm? Musst du theoretisch hier nicht. You don't need to be afraid. Also wir sind ja auch schon ohne Helm und Sauerstoff, aber dann, na, das kannst du nicht lange machen. Sehr methanhaltig hier. Aber hatte der nicht gerade einen Helm? Ich hab's schon vergessen. Ich würde mich gerne umdrehen, aber das darf ich. Oh Gott, er tritt mich direkt nach vorne hoch. Ich bleib stehen. Geh rückwärts? Okay, rückwärts darf ich nicht. Aber ganz ehrlich, als ob die Allianz das niemals entdeckt hat. You didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Was? Hey, don't turn around. Okay, 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 okay. Ich will aber gucken. Ich muss sehen, was er da macht. You're a scientist, just like me. Jasna, what are you doing? You don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms or chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Stimmt, sein Visier ist kaputt. But you have to understand. Er trägt einen Helm, aber sein Visier ist... I don't know what you want with us. Nee, der gar nichts. Er hat einfach bloß den Schutzmann zu Grund runter an. He will determine whether there's room for understanding. That's right, obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Jasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. Take it easy, please. Ich denke, wir sind hier sicher. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish. Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Code. Maybe grunts. Können wir jetzt lang antworten? Do you understand? Uh-huh. Good, good. Es fällt doch trotzdem auf. Ich hab... So he's not alone. Our others close by. Na, eigentlich ja nicht, ne? Er ist... Start, damn it. Ja, wahrscheinlich. Uh-huh. Why can't I hear any other people? Nuh-uh. Hang on. There's no one else after all. Or maybe just... not people. Ja, genau, 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 genau. Genau. Pores, huh? Ja. Uh-huh. That's surprising. Do you have some alien there? Nein. Nuh-uh. Got it. Nuh-uh. That's why I'm betting on a humanoid robot. Uh-huh. The electric bolts have already been phased out. So it must be one of the Arctans. A model with a small head pressed into the body. One of those so-called porters, theoretically harmless, but due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. Come on. Do you want to tell me something about this man?
Something about his appearance, maybe. Ja, hä? Ich sag nee. Nuh-uh. Understood. In that case. Oh, you just had to. It works. Let's go. Einfach die Kommunikation flach halten. I can hear something's happening. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? War erwartest du in Haft in deine Geheimbasis? Ich habe keine Ahnung. You set up a field base down there. So I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Really? I'm listening. I have no idea what this place is. Ja, auf jeden Fall niemand von denen. Where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Somehow I don't expect I'll meet your astrogator. Yes, sir, I'm losing you. The signal is getting weaker. Oha, okay, hier wird's anscheinend abgeschirmt, das Signal. Rette mich. Get in. Ja, komm, machen wir. Ja, komm, okay. I don't want to. Go. Ja, komm, wir gehen einfach rein, let's go. Kommt er mit? Okay, er kommt mit. Hä, warum sollen wir hier nicht rein wollen? Er bringt uns doch in seine Basis. Warum ist sie jetzt so? Oha. Ich darf mich nicht umgucken, Alter. Aha. Auf jeden Fall. Der hat das Stromnetz von da unten abgezweigt, ne? Der hat sich hier eine geheime Basis eingerichtet und ein fettes Stromkabel hierher gelegt. Regelrechte Operationsbasis. Okay, er ist Chemiker. Aber was macht ein Chemiker hier? Okay, die sind ja zu zweit. Grundsätzlich. Gab es schon mal ein Forschungsteam long before wir hier waren und noch long before die Allianz hier war? Oha. Okay, ist nicht so schön heimisch hier, aber trotzdem. Oh. Sit here. Don't you dare move. Mehr Zivilisation, als ich die letzten Tage gesehen habe. In der ausländischen Lage sich der Überlebende der Allianz befindet. Hä, ist doch ein Überlebender von der Allianz? Ach so. Oh, da ist noch jemand. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, der ist auch Blemblem, wie unsere Leute aus dem Forschungsteam. Der ist auch nicht mehr beim Verstand. I'm glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliscus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. Okay, aber er reagiert ein bisschen mehr als unsere Leute, ne? Unsere waren ja komplett nicht mehr ansprechbar. For Spliscus. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Spluskas, my friend, it's just me. Take it easy. You're safe. Angepasst. But you have to eat something to have strength. A stream? Oh, gee, Leute? Don't do that. It's tasty. Eat. Come on, eat. Also er isst auf jeden Fall. Did you like it? Ich glaube, die Leute haben sich angepasst, ne? Meinst du? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Zebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe okay, krass, er ist wirklich einer von der Allianz. And it went smoothly. Und ist der Einzige, der anscheinend noch da ist und so bei Verstand much. Ist. Nee, halt, die waren zu zweit, oder nicht? Bei dem Ballon bloß einen gesehen.
kannst du mal? Ich weiß nicht, ob das so... Ich will nicht. Ich fühle mich nicht wohl bei der ganzen Sache. Hey! Ich kann ihn verwenden, Leute. Ich kann ihn verwenden. Get off me! Was will denn der machen? Der wird doch gleich aggressiv. Kannst du mal hier was dagegen tun oder so? Come on, comrade. Leave her alone. Let her sit. Das ist ja nicht gerade geil. I need to send a message. And you, mind your own business. Ja, das heißt? Kann ich gehen? Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rohitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Aber wird wahrscheinlich keine Hilfe bekommen, hey, keine Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. Ich kann sonst nichts machen, ne? Nur zuhören. What you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with this comfort. We'll sit around for a while. Ja, komm, das ist gut. My name's Jasna. Bisschen vorstellen. Interessiert mich nicht. Ah, komm, der hat doch bestimmt guten Kern, der Kerl, oder? Rohitra. Er ist eh alleine. I work as an astrobiologist. Brother is a spy. Don't eavesdrop on me, Jasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. So what now? Talk to the wall. Okay, dann machen wir das. I'm not prohibiting you from doing that. Das ist nicht verboten. Noch nicht. Sauerstoffbehälter, Abschirmung. Are you shielding yourself from the flies? From what? Flies. Der hat die noch nicht gesehen? I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. Ah, weiß ich nicht. Abwarten, abwarten. Do you have air filters here? Deswegen kann auch ohne Sauerstoffhelm raus. Bis zu 2 Stunden kannst du ohne Sauerstoffhelm raus. You've been camping here long. Als ob er antworten würde. Okay, gut. Was haben wir hier noch? Wait, Condor. Condor what? You. Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? Nein! Wir haben nur diesen Planeten erforscht. Wir sollen herausfinden, was ihr hier wollt. Nee, wir wollen nur diesen Planeten erforschen. I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason. Also jetzt zugeben, dass wir ein Spion sind, wäre dumm, glaube ich. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. Okay. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Intelligence is not interested in flowers and bees. Ja, dann schick mich nicht zum Geheimdienst. Do you smoke? I would if I hadn't run out. Geh mir ihm nicht. Nö. Dafür war der zu scheiße zu uns. Ich zertrete jetzt vor seinen Augen. Pass auf. Here.
smoke them. Where's cover? Komm, frag schon. Wer ist das? Okay, er genießt erstmal. Natürlich. Lass uns hier. Okay. Ahnungslosen. So tell me why you came here. Herausfinden, was ihr hier macht. Ich habe nicht gelogen. Ja, eigentlich habe ich ja nicht gelogen am Anfang, ne? Wir wussten ja gar nicht, dass sie da sind. We're just scientists who've had awful luck. Glaube ich. Ja, nee, eigentlich wussten wir nicht, dass sie hier sind. Our orders, your orders. It's all gone to hell, Rhaetra. Now we need to focus on the people. I know what's wrong with them. Should I expect them here? Your people? I'm the only one left on the surface. The Astrogator stays in the orbiting dragonfly, and there's no contact with the rest. If you lie, you only harm them. Several dozen of our men set off with Milos to Condor. If they find more Commonwealth spies, they may be less sympathetic than I am. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich lüge nicht. Warum bist du geblieben? Ja, komm. Warum if bist they du return to the ship, weil er der Einzige ist. Pass auf. Es gibt kein Zurück mehr. Oh. How many of you were affected? A fair few, right? Almost all of them. I don't want to talk about it. Jemand, der die ganze Zeit darauf besteht, dass er nicht lügt, der lügt, Leute. Deswegen habe ich jetzt aufgehört, das weiterzumachen. When was the last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. Thought so. It's water. Oha. But drink it. Seht ihr, langsam wird er gut. Entscheide dich, ob du trinken möchtest. Ich trau ihm, oder? Ich trau ihm. Komm, scheiße. Thank you. Warum sollte er uns jetzt. Me too. It's silent for nearly two whole seconds. Very funny. Really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots. That your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind. Wash away all memories. That sounds. Can you prove it somehow? I could, if you released me. Nice try. What we'll do as follows. Arctan will watch over you, and I'll keep an eye out for Milos. As soon as he returns with help, you will show us this cloud. Arctan, come to me. Supervisor, ich glaube, er wird keine Antwort bekommen. One person, a woman, no Alliance ID. Targeted, I confirm. Should I start the surveillance? Yes, guard our guest. Great. Naja, okay, gut. Aber ich denke, wir werden entkommen. Oh, er schläft? Was mit dem Roboter? Okay, gut. You don't know the concept of weariness, do you? So, wir könnten. Was haben wir hier? Arctan, check that noise. Nothing. Das wäre jetzt einfach gewesen, oder? Was haben wir hier? Oh, schade. Was haben wir mit ihm? Spliskas. Psst. Priority zero. Man in danger. Mann in Gefahr. Okay, krass. Ja, dann lass los. Ich würde gerne dahin gehen. Hier, neues Blaster. Oh ja. Or is he trouble falling asleep? It's broken. What a pathetic. Ach so. Einfach kaputt. Ich glaube, der ist ja einfach gestrandet. Der hat ja nichts mehr. Der hat ja einfach gar nichts mehr, der Kerl. Eigentlich können wir hier bleiben. Ich glaube, der braucht uns einfach. Da kann eine ganz neue Freundschaft entstehen. Okay, dann schleichen wir uns mal rennend raus aus dem Lager.
Schade eigentlich. Ich dachte, das ist der Beginn einer neuen Freundschaft. Naja. Aber bevor doch noch irgendwelche Leute von denen kommen, weißt du. It worked. Astrogator. I escaped. Doctor, what a relief. Where exactly are you? Gucken, ob es jetzt wieder negative Nachrichten gibt vom Astrogator. Though I intend to change that as soon as possible. There. Have you met Spluskas and Lendl? Yes. How do you know their names? I've intercepted the Alliance's communications. Keep going. We'll discuss everything on the way. Der ist so sass, ne? Der ist so sass. Er kennt halt sogar die Namen von den Leuten. Der ist so sass. Ich weiß nicht. Hä? Warte mal, das gab's ja gerade noch nicht. Jetzt können wir mit einmal hier runtergehen. Das gab's vorher noch nicht. Habe ich sogar probiert. Können wir bis davor gehen? Ich hatte Angst, die meiste Zeit habe ich gesessen. Ich habe mit Rotra. I talked to Ahitra for quite some time. Then he had an Octan guard me, but its algorithms proved easy to trick. What do you make of this man? What kind of person is he? Verlorener Mann. Typisch Allianz. Nee, ich würde sagen, verlorener Mann. He wasn't very pleasant. Ich glaube, der hat seine Hoffnung verloren. Der kriegt ja auch gar keine Antwort mehr. Ich glaube, der weiß, dass der im Arsch ist. He's lost, angry, scared. It's a shame I failed to win him over. Then we need a new plan. Yeah. Seems so. Although I could use some rest. It was a rough day. A night. Rough couple of days, actually. Sorry, Doctor, but you'll have to get away from there first. Na, das ist mir schon klar. Aber eigentlich haben wir jetzt nichts herausgefunden, ne? Die ganze Story, dass wir da oben jetzt drinne waren, ich weiß nicht, was sie uns gebracht hat. Außer eine weitere halbe Stunde Spielzeit. Wir wissen halt, okay, es gibt noch jemanden von Allianz, der hat dieselben Probleme. Wir haben Leute, Blemblem-Leute wieder kennengelernt. Und ja, wir hauen halt jetzt einfach ab. Ja, der wird wahrscheinlich noch eine Rolle spielen, weil... Ja. Oha, ist da unten. Ist kein See, ne? Da geht's tief, tief runter. Sieht aber aus wie ein Weg, den wir noch langlaufen müssten. Boah, als ob wir bis dahin laufen müssen. Die Frau hat halt null Plan, wo es hier lang geht. I think I know where to go. There's a hole from an antimatter beam on the other side of the canyon. Very well. Perhaps you can find out where the Invincible landed. Oh, I didn't tell you the most important thing. Condor's here. On this planet. Condor? Yes. Looks like HQ got it all mixed up. Both the arrival time and the ship itself. What? That's unbelievable. How could the intelligence be so wrong? As soon as we return, I'll break their... Never mind. Boah, ja, keine Ahnung. Wir müssen zum Condor, wir müssen nach Leuten suchen. Wir müssen zum Condor. If we don't have a better plan, I want to go there. The Condor? Yes, their scientists had the equipment and time that we don't have. They could have. Ich glaube, das Spiel hat doch erst angefangen, ne? Wir sind jetzt aus dem Tutorial raus. Alright. We'll do as you say, Doctor. I trust your judgment. Folge dem Weg, den Milo zum Condor genommen hat. Ja. Wahrscheinlich können wir sowieso bloß einen. Achso, da. Der. Condor ist wo? Unten raus? Oben raus? Keine Ahnung. Also, ich würde behaupten, eigentlich, dass es hier lang gehen müsste. Nee, ich bin da aber ziemlich. Nee, ich komme halt nirgendwo anders lang. Wir müssen hier hinten lang. Okay, das heißt, die Begegnung hat jetzt sofern uns was gebracht, indem wir jetzt wissen, dass es gar nicht der Unbesiegbare ist, sondern The Condor. Das heißt, das Spiel sollte eigentlich gar nicht The Invincible heißen, sondern The Condor. Hä? Das Spiel heißt einfach The Invincible? Einfach nur, weil man denkt, dass The Invincible hier ist. Dabei ist gar nicht The Invincible hier, sondern The Condor. Das ist schon witzig. Das ist schon witzig. I need to get down. But I'm not going down this way.
Spring einfach. There's an underground tunnel in front of me. We may cut out for a moment. Understood. Ja, einen anderen Weg gibt's anscheinend nicht. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Als wären wir jetzt einmal ringsrum gelaufen und wir sind jetzt wieder im selben Tunnel, wo er gerade haust. Sind wir nicht jetzt einmal so... Wisst ihr, was ich meine? Aufpassen. I'm in the tunnel. Can you hear me? Ein Glück, dass die Tunnel auch dann immer dahin führen, wo wir hin müssen, ne? Könnte jetzt auch in die vollkommen andere Richtung führen. Dieses Lied, Alter. Die hat voll den Ohrwurm davon. Sie summt das relativ auf. Ist da jemand? Das ist sogar ein Fahrzeug. Ob das noch in Betrieb ist? Holy crap. Has a rover. Können wir den nehmen? Ha, Doctor. Well, well. You've never made jokes like that before, sir. I'm just glad you're fine. And that I'll rob that alliance. Hey, guck mal, er beobachtet uns wieder, kann es sein? Maybe. Ist wieder so ein Thron, ne? Let's go. Können wir hier eigentlich das Radar anschalten? Nee, ne? Oh nein, ich will nicht. Nein! Das bleibt doch drin! Ich wollte gucken, ob ich das Radar hier anschalten kann. Als Beifahrer konnten wir das ja eigentlich. Egal, geht hier nicht. Jetzt ja keine Scheiße machen. Muss hier rum, ne? So, was ist der Weg? Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Schwierig zu erkennen. Da zum Kunden. Da müssen wir hin, ne? Digging. Da steht, glaube ich, Condor, oder? Connor. Connor Path. Connor. Ich glaube, da steht Condor, ne? Convoy. Ach ne, Convoy Path. Normalerweise steht es immer dran. Shit. Ich guck mal nach hier unten. Folge dem Weg bis zum Kondor. Ja, ich glaube, wir müssen dahin. Da waren wir noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter. Genau, hier sind wir. Ich würde sagen, wir müssen da runter. Details haben wir hier rüber. Nee, ich habe aber Tunnel. Warte mal, wir waren ja... Ich muss mal ganz kurz aussteigen. Ich brauche Orientierung. Wir waren ja gerade... Da oben. Oder nicht? Wir waren, glaube ich, gerade... Da oben. Da sind wir da. Zack. Genau, wir waren da oben. Und haben auf Höhlen hier gegenüber gezeigt. Das heißt, müsst ihr eigentlich... Muss ich dann... Aber hier ist ja Wasser, ne? Oh, hier ist Wasser, da geht es ja eh nicht lang. Das heißt, die einzige Wahl ist, wenn wir dort waren, hier irgendwo eine Höhle zu finden. Alles klar. Oh mein Gott, was war das? Da sind die Tunnel. What is Condor doing here? I have no idea. Rahitra didn't tell me anything about it. Ist halt jetzt leider eine komplett neue Story, ne? Keine Ahnung, was der Condor ist, für was die eigentlich zuständig sind, wissen wir jetzt nicht. Scheint auf jeden Fall wie neue Story. Ja, halt.
dass halt mit einmal der Condor hier ist, nicht der Invincible. Das ganze Spiel heißt Invincible, aber es geht anscheinend gar nicht um den Invincible, sondern um den Condor. Aber wer sind die jetzt? Anscheinend auch Leute von Allianz, aber die haben anscheinend ihren eigenen Auftrag, aber wie, was, wo, wann, wissen wir jetzt nicht. Da lang. Ich bin leicht verwirrt. Aber wir kriegen das heraus. Die Lichter hier sind ein bisschen weird. Ein bisschen buggy. Hier ein Buggy. Das ist cool. Es ist richtig entspannt, hier mit dem Fahrzeug lang zu fahren. Das macht mega Spaß. Wie ich finde. Chat, kann mir einer einen Kaffee machen von euch? Ihr müsst bloß auf den Knopf drücken, Kaffeetasse drunter halten und so. Wäre sehr lieb von euch.